Tipp-Tutorial. Anmeldung im TIB-Portal. Sie können die Leihfrist entliehener Werke bequem von zu Hause aus oder unterwegs verlängern, indem Sie sich im TIB-Portal anmelden. Dazu besuchen Sie unsere Homepage unter www.tib.eu und klicken oben rechts auf Anmelden. Identifizieren Sie sich mit der Nummer Ihres Bibliotheksausweises und dem dazugehörigen Passwort. In Ihrem Profil erkennen Sie sofort die Ihnen zur Verfügung stehenden Optionen. Zur Leihfristverlängerung ausgeliehener Medien wählen Sie Meine Entleihungen. Sie sehen nun alle Titel, die Sie aktuell aus dem Magazin bestellt haben, diejenigen, die bereits in unserer Leihstelle für Sie zur Abholung bereitliegen, und natürlich die schon von Ihnen ausgeliehenen Bücher. Wenn Sie alle verlängerbaren Entleihungen auswählen, anklicken, haben Sie diese Titel für die Fristverlängerung markiert. Ein Klick auf Verlängern schreibt die Leihfrist um weitere 4 Wochen fort. Es gibt Fälle, in denen Sie einzelne Bücher nicht verlängern können. Falls jemand anders einen von Ihnen entliehenen Titel vorgemerkt hat, muss dieser pünktlich abgegeben werden. Auch wenn Sie Ihre Bücher bereits 6-mal verlängert haben, müssten Sie sie zunächst zurück in die Leihstelle bringen. Falls Sie selbst Bücher vorgemerkt, das heißt für sich reserviert haben, können Sie dies über Meine Vormerkungen aufrufen. Der Link Meine Kosten zeigt Ihnen gegebenenfalls offene Beträge wie Mahngebühren an. Wenn Sie sich im TIB-Portal als Studierende der Leibniz-Universität Hannover angemeldet haben, können Sie auch Arbeitsplätze oder Gruppenarbeitsräume buchen. Wählen Sie dazu in der Rubrik Lernen die Option Raumbuchung. Sie können sich nun für eine Arbeitsplatzqualität entscheiden und dann den gewünschten Zeitraum auswählen. Nach einer Anmeldung im TIB-Portal werden Ihre persönlichen Kontaktdaten übrigens auch in Formulare übernommen, die Sie zum Beispiel nutzen können, um uns einen Anschaffungsvorschlag zu machen oder im Feedback-Formular Anregungen oder Kritik zu übermitteln. Wenn Sie eine unserer Schulungen oder Sprechstunden buchen möchten, sind Ihre Kontaktdaten ebenfalls schon vorausgefüllt. Sie sehen, eine Anmeldung im TIB-Portal schon vor einer Recherche eröffnet Ihnen vielfältige Möglichkeiten und spart Zeit.